Hallo, wir machen uns heute mal ein Green Smoothie, weil es kaum eine andere Möglichkeit gibt, so viel gesunde Vitamine zu sich zu nehmen wie in Form von Smoothies. Wie schon gesagt in unserem ersten Video zum Thema Smoothie, es gibt kein wirkliches Rezept. Für einen Green Smoothie können wir also Salat nehmen, Gurke nehmen, Avocado, halt alles, was grün ist. Und der Salat sollte möglichst dünnblättrig sein. Ein Green Smoothie schmeckt in der reinen Form sehr frisch. Um den Geschmack etwas zu verbessern, kann man zusätzlich Obst dazu geben. Natürlich wird er dann nicht mehr grün, aber er schmeckt wesentlich besser. Der Nachteil ist eben nur, dass die Kalorienzahl sich natürlich stark erhöht und es nicht so gut ist für die Zähne. Man kann auch zum Beispiel einen Obstsmoothie machen und zusätzlich 30% Gemüse verwenden. Das würde man jetzt gar nicht rausschmecken oder so gut wie gar nicht. Und dann hat man schon die Kalorienzahl schon mal gut reduziert. Ein Smoothie muss nicht unbedingt grün sein. Besser wäre es eigentlich, weitere Farben, also andere Obst- und Gemüsesorten dazuzunehmen, weil man dann halt alle Vitamine hat. Wenn die Farbe einem nicht so gefällt, kann man auch die Früchte bzw. das Obst einzeln pürieren und dann in Schichten in ein Glas gießen. Und das sieht natürlich etwas ästhetischer aus. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.